Wenn wir eine Geschichte lesen, dann leben wir sie. Und sie liebte diesen Augenblick mehr als alles andere auf der Welt. Wenn man ein Buch zu Ende liest und die Geschichte im Kopf weiterspielt wie ein Traum, der lebendig bleibt. Sie leben alleine, nicht wahr? Und sind in das alte Haus gezogen. Ja, ich habe eine kleine Buchhandlung eröffnet. Kaum einer hier findet die Vorstellung gut, dass sich das alte Haus in ein Geschäft verwandelt. Das verstehen Sie doch, hoffentlich. Sehr geehrte Dame, niemand hatte den Mut dazu, hier in diesem abgelegenen Winkel der Welt Bücher zu verkaufen. Meine erste Bestellung. Er lebt völlig zurückgezogen, seitdem seine geliebte Frau auf so tragische Weise gestorben ist. Sie schaffen das hier doch alleine gar nicht. Aber du bist dafür nicht alt genug. Oder stark genug. Und Sie? Sind Sie etwa stark genug? In letzter Zeit ist Ihr Umsatz etwas eingebrochen. Sie ist eine einflussreiche Frau. Macht Ihnen das keine Sorgen? Nein. Viele von uns finden, es sollte eine Stätte für regionale Kunst sein. Sie will sie loswerden. Gibt nicht auf. Das kann sie nicht tun. Die Buchhandlung gehört mir. Und da lebe ich. Lass sie in Ruhe. Diese Frau hat dir nichts getan. Rede nicht in diesem Ton mit mir. Eine Kugel wäre das Beste für sie. Es hat sich ein Käufer für ihren Laden gemeldet. Sagen Sie ihm, ich verkaufe nicht. Du bist dann erfolgreich, wenn du alles gibst, was du hast. Ich habe nur das getan, was ich für richtig hielt. Sie haben mir den Glauben wiedergegeben an vieles, was ich für verloren hielt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Oh Gott, was für ein fürchterlicher Gedanke.